Hey, willkommen zurück hier am Samstag im Video. Schön, dass du wieder da bist. Jetzt möchte ich dir gleich im Video eine der größten Motivationen mitgeben, die mir und vielen meinen Teilnehmern dabei geholfen hat, motiviert zu bleiben, wenn es um das Thema Frauen ansprechen geht. Ich werde dir eine Langzeitperspektive eröffnen, die dich langzeitlich motivieren wird und deinen Erfolg mit Frauen steigert. Bevor wir gleich in das Video durchstarten, mein Webinar, meine drei größten Geheimnisse zum Thema Erfolg mit Frauen, ist momentan gratis. Das kannst du dir im ersten Link in der Beschreibung angucken, beziehungsweise kannst du da deinen Platz reservieren. Dann bist du dann 2 Stunden live mit mir in einem Webinar, wo ich dir meine besten Tipps und Tricks aus 5 Jahren oder über 5 Jahren mittlerweile Erfahrung einfach so gratis mitgebe. Und das heißt, wenn dir die Videos gefallen, ist das ein enormer Wert für dich. Erster Link in der Beschreibung, kannst du dich gratis anmelden. Jetzt starten wir aber durch ins Video und dann möchte ich dir jetzt, wie gesagt, eine der größten Motivationen überhaupt mitgeben. Wenn du der durchschnittliche Zuschauer von mir bist, dann fällst du in die Alterskategorie 25 bis 34. Manche sind jünger, manche sind älter. Ich habe schon sehr alte Männer gecoacht, habe jünger Männer gecoacht, ich habe alles gecoacht von der Altersrange, außer jemand, der 70 war, da war ich noch nicht. Und das Ding ist, wenn du jetzt gerade in deinen 20ern bist, ja, oder in deinen Anfang 20, vielleicht bist du 18, 20, Anfang 20, in der Mitte deiner 20er wie ich bin 25, dann merkst du vielleicht, okay, es läuft schon mit Frauen, aber es läuft vielleicht noch nicht so super optimal, es läuft nicht perfekt. Ja, und dann bist du vielleicht frustriert und denkst dir, oh nein, was ist bloß falsch mit mir? Und an der Stelle kann ich dir eine großartige Mitteilung machen. Es gibt so eine Grafik, die habe ich leider nicht vorliegen, auf der man sieht, dass der Peak sozusagen, also der Höhepunkt von Frauen, so in dieser Alterssparte liegt. Ja, Frauen haben diesen Höhepunkt im 18 bis 25 und danach fällt das wieder ab. Das heißt, attraktivitätsmäßig für Frauen geht das hier hoch, 18 bis 24, 25 und fällt dann wieder ab. Und das kannst du sicherlich auch in deiner eigenen Umgebung beobachten. Wenn du mal schaust, dass ältere Frauen oft hinter attraktiven Männern her sind oder dass ältere Frauen sich dann oft mehr an Männer ranschmeißen, als sie es gemacht hätten, wo sie jünger waren. Und das liegt einfach daran, dass eine Frau in dieser Altersklasse 18 bis 24, 18 bis 25 einfach ihren Höhepunkt an Attraktivität hat. Ja, und schreib mir mal in die Kommentare, wenn du das auch so erlebt hast, wenn du immer das Gefühl hast, so 18 bis 24, wow, die Frauen sind echt unerreichbar. Und wenn du das aber mal beobachtet hast darüber hinaus, fangen die Frauen dann auch an, sich sozusagen den Männern mehr an den Hals zu werfen. Ja, also 18 bis 24 sind die Frauen wirklich auf ihrem Höhepunkt und da sind die Männer eben nicht auf ihrem Höhepunkt. Das heißt, die Nachfrage nach diesen 18- bis 24-jährigen Männern ist dann nicht so hoch wie die nach 18- bis 24-jährigen Frauen. Ja? Das hat Tyler von Real Social Dynamics mal gut gesagt. Eine Frau im Club, eine 18-Jährige mit gefakten Titten, hat so viel Wert und du als 18-Jähriger hast im Club so viel Wert. Das heißt, Frauen haben in dieser Alterskategorie einen enormen Wert. Ja, den kannst du wahrscheinlich nicht matchen. Das liegt einfach daran, dass vom rein körperlich gesehen haben Frauen 18 bis 24, also sind die einfach am hübschesten, haben die höchste Attraktivität und das ist halt ein enormer Wert. Du als Mann entwickelst dich aber gerade erst. Das heißt, du bist jetzt vielleicht aus dem Studium raus, aus der Ausbildung raus und fängst gerade erst an, so dein Leben auf die Beine zu stellen in dem Zeitraum 18 bis 25. Und das heißt, du hast noch nicht so viel Wert zu bieten. Und das kann der Grund sein, warum du in dieser Alterskategorie zwar Erfolg mit Frauen hast, aber noch nicht diesen durchschlagenden Mega-Erfolg, den du dir vielleicht wünschst. Und das heißt gar nicht, dass du den nicht haben kannst, wenn du richtig Gas gibst. Den kannst du auf jeden Fall haben, wenn du richtig Gas gibst. Das will ich gar nicht sagen. Aber was ich dir sagen will und was einfach noch zusätzlich für dich, also das spielt zusätzlich auf deiner Seite, Männer haben diesen Höhepunkt so von 25 fängt das so langsam an bis 34, 30 bis 40. Also nehmen wir mal diese 30 bis 40 Kategorie. Wie gesagt, mit 25 fängt das so langsam an und das kommt auch immer darauf an, was du für ein Typ bist, was du für ein Mann bist, inwiefern du dich mit dir selbst beschäftigst und dein Leben auf die Beine stellst. Das hängt natürlich damit zusammen, du kannst diesen Prozess beschleunigen und du kannst ihn auch kaputt machen. Da kommen wir gleich nochmal genauer zu. Aber so Männer haben den Höhepunkt so von 25 anfänglich langsam, 30 bis 40 auf jeden Fall. Das heißt, wenn du 32 bist und du hast dich in deinen 20ern darum gekümmert, einfach ein gutes Leben zu führen, dann bist du ein enorm attraktiver Mann, der super viel Auswahl hat. Selbst wenn du jetzt nicht der größte Stecher mit Frauen warst vorher, ja, dann hast du einen enormen Marktwert. Der Marktwert von Frauen sinkt an diesem Punkt ab. Ja, die äußerliche Schönheit wird weniger von Frauen und damit
sinkt ein bisschen der Wert, wenn man es mal so sehen möchte, der Marktwert dieser Frau. Das führt zu einem dazu, dass du, wenn du älter wirst, immer leichter an ältere Frauen kommst, führt aber auch dazu, dass wenn du älter wirst, hier ist dein Höhepunkt, du bist 30 und hier ist der Höhepunkt der 24- oder 18-jährigen Frau und das befindet sich auf gleicher Ebene. Das heißt, eine 22-jährige Frau wird sich dann von dir als 32-jähriger oder 30-jähriger Mann angezogen fühlen, einfach weil du auf deinem Höhepunkt bist und sie ist auf ihrem Höhepunkt. Das heißt, die Zeit spielt hier für dich, die Zeit spielt gegen die Frauen und die Zeit spielt für dich. Und alles, was du im Grunde tun musst, ist in deinen 20ern nicht allzu viel Scheiße zu bauen. Und da komme ich jetzt zu. Ich hatte nämlich auch schon Coaching-Teilnehmer, die waren älter und bei denen hat diese Regel nicht gezogen und das liegt dann einfach daran, dass du in deinen 20ern Scheiße gebaut hast. Das heißt, wenn du dich in deinen 20ern nicht um dein Leben kümmerst, bei Mama wohnen bleibst, dein Leben nicht in die Hand nimmst, dann ist es natürlich klar, dass du mit 32 nicht attraktiv bist. Aber wenn du mit in deinen 20ern einigermaßen ordentlich dich um dich kümmerst, wenn du lernst, Frauen anzusprechen, wenn du lernst, Erfolg mit Frauen zu haben, wenn du deine Karriere aufbaust, wenn du dich um deine Gesundheit kümmerst, wenn du fit bleibst, wenn du gesund bleibst, wenn du dich um all diese Sachen kümmerst, die man normalerweise als gutes Leben bezeichnet, wenn du dich um deine Finanzen kümmerst, wenn du einfach selbstständig in deinem Leben wirst und selbstverantwortlich für dein Leben wirst in deinen 20ern, dann wirst du in deinen spätestens Anfang 30ern ein unglaublich attraktiver Mann sein, dem junge Frauen nur hinterherlaufen. Ja, und ich sehe das immer wieder. Ich hatte, meine Ex-Freundin hatte eine Freundin, die war auf jeden Fall auf ihrem Höhepunkt mit 22. Das war allgemein ein sehr attraktives Mädchen. Die war immer in High-Class-Clubs unterwegs. Und die hatte immer nur was mit älteren Männern, immer nur was mit Männern so in den 30ern, weil das sind dann Männer, die haben beruflich schon was gemacht, die sind fest im Leben integriert, die stehen fest im Leben, die wissen um ihre Position als Mann, die haben schon viele Erfolge mit Frauen gehabt. Und wie gesagt, wenn du in deinen 20ern nur ein bisschen Gas gibst und dich ein bisschen um dich selbst kümmerst, dann wirst du großartige 30er Jahre haben oder auch schon Ende 20er Jahre. Das heißt, jedes Mal, wenn du rausgehst und Frauen ansprichst, dann wirst du nicht nur in diesem Moment besser, sondern du wirst auch noch hinten raus besser. Jedes Mal, wenn du dich um deine Karriere kümmerst, dann verdienst du nicht nur in diesem Moment Geld, sondern du sorgst auch dafür, dass du mit 30 super attraktiv wirst. Ja, und dann hast du die riesen Auswahl. Das heißt, du musst auch nicht unbedingt mit 25 die erstbeste Frau heiraten, sondern du kannst einfach in deinen 20ern dich ausleben, kannst Spaß haben, kannst dein Leben aufbauen und dann, wenn es an die 30er geht, kannst du dir eine wirklich hochqualitative Frau aussuchen. Und kannst mit dir zusammenkommen. Also, was ich dir einfach in diesem Video sagen möchte, ist, dass du erkennen musst, mit jeder Frau, die du ansprichst, mit jeder guten Handlung, die du auf dem Weg zu mehr Erfolg mit Frauen machst, wirst du nicht nur in diesem Moment besser und erhöhst deine Chancen, in diesem Moment mehr Erfolg mit Frauen zu haben, schon für die nächsten Wochen, Tage, Monate, sondern du erhöhst es auch für die kommenden Jahre und das ganz drastisch. Ja, das heißt, das ist ein kumulierender, sich kumulierender Effekt. Ich glaube, in der Mathematik nennt man das, irgendwas habe ich jetzt mit Geraden, ich weiß nicht, aber kumulativ. Kumulativ bedeutet einfach wie ein Schneeballeffekt. Das heißt, du fängst an, diesen Schneeball, den Berg runterzurollen und der wird immer größer. Und je besser du dich um in deinen 20ern oder vielleicht schon 18, 19, 17 um dein Leben kümmerst, darum kümmerst, dass du ein cooler Typ wirst, desto krasser wird es für dich sein, wenn du erstmal so in die späten 20er kommst, in die 30er, weil dann entfaltet das wirklich seine Schlagkraft. Und wie gesagt, wenn du dich krass um dich kümmerst, kann das auch schon Mitte, Anfang 20 seine Schlagkraft entwickeln, absolut. Aber dann stell dir mal vor, wie krass du da noch mit 30 wirst. Und das heißt, entspann dich, du hast Zeit. Jedes Jahr spielt nur immer mehr für dich. Ja? Genieß die Zeit, genieß auch die Zeit, wo es vielleicht nicht so gut läuft, ist vollkommen in Ordnung. Und wisse immer, du investierst hier krass in eine richtig geile Zukunft mit jeder Frau, die du ansprichst. Und wenn dich das nicht motiviert, Frauen anzusprechen, dann weiß ich es auch nicht. Schreib mir gerne in die Kommentare, wenn du das motivierend fandest, gib mir da gerne Feedback, würde mich auf jeden Fall freuen. Schön, dass du dabei warst. Dort oben in der Ecke kannst du den Channel abonnieren. Tu das auch, um keine Videos mehr zu verpassen. Unter mir kannst du dir das gratis E-Book in 3 einfachen Schritten bis zu 10 Dates die Woche runterladen. Und unten rechts in der Ecke kommst du zu einem Video, das ich dir persönlich empfohlen habe und das dir weiterhelfen wird auf deinem jetzigen Weg. Schön, dass du da warst. Wir sehen uns am Samstag wieder. Quatsch, am Donnerstag. Bis dahin. Ciao.